Woche für Woche musikalisch abgeliefert haben, ist uns bei all dem Stress niemals die Decke auf den Kopf gefallen. Nur schade, dass genau das euch beim nächsten Spiel passieren könnte. Wie ihr das eventuell verhindern könnt, wird euch der liebe Steven erklären. Einstürzende Bühnenbauten. Herzlichen Dank an dieser Stelle an unseren lieben Flamingo von The Masked Singer. Also das Gefühl, dass einem sprichwörtlich die Decke auf den Kopf fällt, das kennen wir aus der jüngsten Vergangenheit. Jetzt in diesem Spiel geht es aber wirklich darum, dass euch die Decke auf den Kopf fallen könnte. ProSieben hat hier, und das ist eine wunderschöne Geschichte, die hier aufgebaut wurde, verschiedene Kulissenwände aufgebaut, die gleich auf euch herabfallen werden. Alle natürlich aus Edelstahl, damit es so richtig schön in der Birne dengelt. Aber, und dafür habe ich dieses schöne Exemplar als Beispiel dabei, jede dieser Kulissen hat Lücken. Hier seht ihr zum Beispiel eine. So wird das auch gleich präsentiert werden. Ach Quatsch. Und eure Aufgabe wird es jetzt sein, und das ist das Schöne, sobald wir eine Kulisse enthüllen, habt ihr die Möglichkeit, euch hier auf diesem LED-Boden so zu positionieren, dass ihr im Prinzip in die Lücke reinfallt. Kennt ihr noch aus den alten Buster Keaton-Filmen? Hat er auch großartig gemacht? Ja, das hast du in deiner Kindheit viel geguckt. Das habe ich in meiner Kindheit viel geguckt. Man setzt einmal fest, wo man steht und darf sich nicht mehr bewegen. Genau, das ist das Schwierige. Und wenn jetzt das Holz oder was uns auf den Kopf fällt, dann tut das ja irre weh. Es tut weh. Wir hatten auch zwei Redakteure in der Testsendung, die es gemacht haben. Die sind jetzt im Krankenhaus, denen geht es aber besser. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber bei euch, ihr seid ja hart im Nehmen. So, waren klein und schmal. Wir haben nichts auf dem Kopf? Ihr habt nichts auf dem Kopf. Bitte? Ja. Also, aber Joko und Klaas, jetzt kommt der Clou. Hört mal ganz kurz zu. Ihr habt in der Sekunde, in der ich diesen Bühnenaufbau oder die Kulisse enthülle, exakt 30 Sekunden nur Zeit, euch auf dem LED-Boden zu positionieren. Alles, Klaas, wir machen es nicht abwechselnd, sondern beide gleichzeitig. Ihr macht es zur selben Zeit. Und dann habt ihr 30 Sekunden Zeit, euch zu positionieren. Und dann müsst ihr nach Ablauf der Zeit stehen bleiben. Dürft euch nicht mehr bewegen. Aber ihr dürft euch in der Position vielleicht ein bisschen in die Hocke begeben oder ein bisschen nach vorne oder zur Seite. Aber nicht mit den Füßen irgendwo hingehen. Verstanden? Ja, also klar. Ja, ist klar. Wir haben insgesamt... Ich halte aber nichts von der Idee, so sagen wir. Ja, das ist ja auch okay. Das ist ja alles ausgedacht von ProSieben. Und ihr sollt ja nichts davon halten, ihr sollt einfach nur mitmachen. Wir haben 5 Kulissen aufgebaut oder parat und wir spielen nach dem Gewinnbaumprinzip. Das heißt, für die erste Kulisse 1 Punkt, zweite 2 und wir kriegen einen Punkt, so weiter. Wenn also keiner von uns beiden, weder Kulisse noch wir, kaputt gehen. Genau, also ihr dürft nicht kaputt gehen, bluten, aufschreien und die Kulisse auch nicht. Seid ihr bereit für das Spiel Nummer 1 dieser großartigen neuen Staffel von Joko und Klaas gegen ProSieben? Ich habe richtig Bock, ja. Gut, also in der Sekunde, in der ich die erste Kulisse enthülle, starten eure 30 Sekunden, sucht euch eine Position. Ich begebe mich so in sichere Distanz. Ich freue mich sehr. Unser erstes Spiel nennt sich Einstürzende Bühnenbauten. Und hier ist die erste Kulisse. 1, 2 oder 3. Ja, aber mit Tod. Warte. Also ihr habt ein bisschen Zeit, ne? Ja, aber es hilft ja nichts. Nee. Ist doch geil, dass du dir wieder das aussuchst. Ja. Wo man 15 Sekunden, die Hälfte der Zeit ist weg. Vollkommen klar. Es muss einfach derselbe Abstand bis zum unteren Ende auf dem Boden. Ja, aber 9, da muss er erstmal drauf kommen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp! Nicht mehr bewegen. Ihr seid bereit. Auf mein Kommando fällt die erste Kulisse. Los geht's! Oh, das knistert schon. Das wird nichts. Also perfekt gemacht. Dass nichts passiert, auch wenn diese Kulisse auf mir aufbaut. Hey, sorry, das tut mir leid. Ich hätte mich bewegen können. Ich hätte es wahrscheinlich einigermaßen gerettet. Aber so eine Situation habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Ich war gerade überfordert. Das tut mir leid. Aber die erste ist nicht so. Ich habe mich so angespannt am Hals, dass ich jetzt so eine ganz nebensächliche Verletzung habe, weil ich meinen Hals so angespannt habe. Oh, so, Joko und Klaas, kommt beide her. Wir bauen die nächste. Oder die nächste ist schon parat, aber wir müssen die hier abbauen. Was aber mies ist. Kein Punkt. Du hättest wenigstens sagen können. Moment, warte mal. Ich habe es doch richtig gemacht. Ja. Du hast richtig gemacht, aber Joko hat die ja gerissen. Entschuldigung. Ihr spielt ja zusammen. Guck mich jetzt nicht so böse an. Das ist das Erste. Hier, guckst du dir nochmal an. Guckt euch nochmal eure Gesichtsausdrücke an. Guck mal meinen Hals an, wie ich mich verletzt habe.
Wie du durch. Guck mal, wie du durchbrichst. Oh. Man wusste nicht, was es ist. Nee. Hättest du gesagt, es ist Styropor, dann wäre ich wesentlich entspannter gewesen. Ja, aber dann wäre es ja nicht so schön gewesen. Ja, okay, ich habe also tendenziell zu nah dran gestanden. Das muss ich mir merken. Gut. Willkommen zur Kulisse Nummer 2. Bitte gerne. Und wir enthüllen sie, dann habt ihr auch jetzt wieder 30 Sekunden Zeit. Los geht's! Ja, weil es ist ja riesig. Beide in eins. Müssen wir beide ins Gleiche? Ach so, ja, komm zu mir. Ja. Haha, das. Von uns aus kann es kippen. Die ProSieben-Ikone bröckelt. Aber das Loch bleibt an der gleichen Stelle. Wir bleiben hier. Und nur noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp, nicht mehr bewegen, nicht mehr bewegen. Und darf ich ihn loslassen? Sie fällt. Nein, halt ihn ruhig fest, damit ihm nichts geschieht. Das wird nichts. Voll in der Schnauze, Alter. No. Du hast ihn. Das waren nur seine Hände. Ja, Klaas, was ist mit dem Bäuchlein? Warum hast du die Hände nicht einfach? Du hast nur jetzt so gemacht. Weil ich angespannt bin. Hättest du so gemacht, wenn nichts passiert ist an deinen Händen. Nee, vor allen Dingen, ich habe ja gesagt, ihr könnt euch ein bisschen bewegen, aber Klaas, hey, guck. Wer kann mich jetzt nicht an? Du hast es gerade versaut. Nein, natürlich. Also, komm mal her zu mir, Klaas. Guck mal. Ach, bin ich das wirklich mit den Händen? Ja, du bist das mit den Händen gewesen. Ja. Ich gebe zu, dass das wieder kein Punkt. Aber das ist wie so eine Situation. Also so stell ich mir vor, wenn du vom Auto angefahren wirst. Du stehst da und schaust ins Auto. Ja, ich bin wie so ein Reh, was in den Lichtspiegel guckt. Ja, genau. Ne? Und man denkt so, jetzt passiert es. Jetzt ist alles zu spät. Gut, wir kommen zur dritten Runde in unserem ersten Spiel. Einstürzende Bühnenbauten. Hierfür, wenn ihr die Kulisse nicht kaputt macht, würde es 3 Punkte geben. Ihr braucht insgesamt 9 Punkte von 15, um zu gewinnen. Das heißt, ihr solltet euch jetzt mal langsam mal anstrengen. Ihr habt das Prinzip verstanden. Einmal hast du Kacke gebaut, einmal du. Jetzt macht ihr es vielleicht gemeinsam besser. Hier kommt die nächste Kulisse. 30 Sekunden habt ihr nach der Enthüllung Zeit, euch eine Position auf dem LED-Boden zu suchen. Und zwar ab jetzt. Das. Ja, ist gut. Mach, genau so. Super, das läuft Bombe mit dir. 15 Sekunden noch. Du musst doch näher ran, oder nicht? Nee. Oder also 10, eine. 9. Du müsstest. 8, ihr dürft euch nichts 7, mehr bewegen nach 6, Ablauf der Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Denk dran, du kannst dich bewegen, wenn er kommt. Stillstehen, ihr könnt euch als Körper bewegen, aber nicht mit den Füßen. Ja. Sind das die ersten Punkte für Joko und Klaas? Und es fällt! Oh, das ist jetzt mal so scheiße! Nein! Oh nein! Doch. Sehr gut, guck mal! Und Klaas, Bauch eingezogen und sehr da gut. Stehst du stramm. Oh, wie peinlich das wäre, wenn es einmal im Bauch hängen bleibt. Yes! Sehr gut. Die ersten 3 Punkte für euch, Klaas, komm her. Sehr gut, aber passt genau. Also bei Klaas passt genau, du hattest sogar noch ein bisschen Platz. Joko, nicht schlecht. Aber das ist so deine Lieblingsposition. Ihr könnt ja auch mal wechseln, ne? Nee. Joko und Klaas stehen immer so. Immer so, egal wo ihr seid. Joko und Klaas, kannst du dir merken. Joko und Klaas stehen immer so. Eure ersten 3 Punkte, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber wir haben ja nur noch schlagartig war. Ich wollte gerade mit dir privat noch reden. Man und dann sich. Wir können ganz normale Menschen, wenn du immer so maschinengewehrartig losmoderierst. Ohne Rücksicht auf Verluste. Man erschreckt sich doch auch zu Hause. Die Leute erschrecken sich. Entschuldigen Sie zu Hause, an euch geht keine Entschuldigung raus. 3 Punkte habt ihr erkämpft, aber das heißt, wir haben nur noch 2 Kulissenwände. Ihr müsst die beide schaffen, ja, weil sonst könnt ihr nicht gewinnen. Ihr braucht mindestens 9 Punkte. Okay. Aber ihr seid jetzt in the zone, ihr habt das verstanden, ihr kriegt das auf die Reihe. Ich habe noch mal kurz nachgerechnet, ob das stimmt, was du sagst, aber es stimmt. Es stimmt, ne? Okay, danke dir. Gut, hier kommt die nächste Kulisse. Los geht's! Oh. Wer ist das? Thomas Schmidt. Ist gut, oder? Du musst ein Stück weiter, glaube ich, noch. Oder mach du, ich will mich nicht hier. Gebt euch Mühe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ein Stück weiter was? Nee, ich will mich nicht aufspielen. Ich glaube, wir müssen so ein Stück weiter dahin. 15 Sekunden. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ist ärgerlich, wenn man sowas sagt, dann stimmt's nicht. 9. Feinjustiert, ihr müsst diese Runde schaffen. 6, 5, 4,
3, 2, 1. Und sie fällt. Oh nee. Oh nee. Hat geklappt. Wir müssen das nochmal kontrollieren. Du hast dich... Er hat seine Füße da gelassen, wo die hingehören. Du hast dich gut bewegt. Er hat so eine Art Rückenlinie. Das war ein Breakdance, aber Joko, wir müssen uns das trotz alledem nochmal ganz genau angucken. Also kannst du auch nochmal aufrechnen, wie perfekt das bei mir geklappt hat. Ja, also ich lobe dich gleich, aber erstmal muss ich vielleicht Joko tadeln. Er hat doch nichts gemacht. Ja, wir zeigen dir nochmal das Bild von oben. Ich habe mich, nachdem die kritische Situation gekommen ist, erst bewegt. Also ich habe mich durch meine Aber guck mal, ich gehe jetzt nach vorne, um mich dann durchzudrücken. So, und jetzt ist alles cool. Ja, aber dann hättest du das ja nicht machen müssen. Okay, wisst ihr was? Weil ich eine so große Freude in meinem Herzen trage, euch wiederzusehen, lasse ich das gelten. Kommt bitte mit zurück. Wo ist er? Da. Das heißt, es sind weitere 4 Punkte. Das heißt, ihr seid noch nicht durch. 7 habt ihr insgesamt. Seid ihr bereit? Ready. Für die letzte Kulisse. Und die sieht wunderschön aus. Lasst euch nicht irritieren. Hier kommt sie. Oh. Immer noch ein Ach, du Scheiße. Ganz tolles Motiv. 30 Sekunden habt ihr Zeit. Es ist das Strafplakat von Joko und Klaas. Sieht ein bisschen aus wie goldener Handschuh wie Dorf der Entertainment. Bist du dir sicher? Stimmt. Aber konzentriert euch jetzt. Es muss klappen, Jungs. Und jetzt bin ich sehr streng. 10, Joko. 9, 8, 7, so? 6, Safe. 5, 4, 3. Warum reden wir nicht miteinander? Ich rede die ganze Zeit mit dir, du sagst gar nichts. Weil ich stehe so, wie ich stehen will und du musst das auch machen. Und sie fällt. Oh, ich drück die Daumen, Jungs. Wasn't me. Klaas! Das war dein Hintern. War das dein Hintern? Das war der Hintern von Klaas. Du hast so einen riesen Stahl gekriegt. Nein, das war mein Rücken. Weil du vom Laufen, weil du so viel laufen gehst, hast du so einen riesen Stahl gekriegt. Dein Po. Das war mein Rücken. Aber wo hört denn dein Rücken auf? Ja, guck mal, ich kann ja nicht weiter nach vorne, dann falle ich ja um. Ja, du hast... Komm zu mir, Joko und Klaas, bitte. Ja, er hat, weil er sich nach vorne gestreckt hat. Ah, Mann! Nein, hab ich nicht. Der ist ja da, wo er ist. Ich habe probiert, mit dem nicht auch noch mit vorne was kaputt zu machen. Und wenn ich aber noch weiter nach vorne gehe, dann ist der Schwerpunkt, da falle ich um. Wenn du willst, dass ich einen auf den Hintern haut, sag einfach Bescheid. Ja, also egal, was deine Taktik war, es hat nicht geklappt. Leider, diese Kulisse habt ihr ebenfalls gerissen. Ja. Das heißt, ProSieben hat dieses Spiel für sich entschieden. This is my quest.